Neues Spiel, neues Glück. Servus und willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode der Division 1 Challenge. Drei bisher auf diesem Kanal hat es gegeben und wir haben noch nicht eine einzige bestanden bzw. eine einzige gepackt und nicht ein einziges Mal gewonnen. Und das soll sich heute ändern. Es ist nach BSG, PAX und Bronze heute Silber an der Reihe. Danach gibt es keine mehr, außer ihr schlagt welche Form, wollt überhaupt noch welche sehen. Das Team heute 4-3-3-3, wieder Nordlings Wasted, wie immer. Und wenn es euch gefällt, lasst gerne einen Daumen nach oben da, ihr wisst Bescheid, die beste Unterstützung, die es überhaupt gibt, freue ich mich extrem drüber. Die Sache ist jetzt, ich bin gespannt, wie das Ganze hier laufen wird, denn im Normalfall, ihr seht jetzt hier schon mal, ein Spieler ist Jason Denier, der ehemalige City- und Celtic-Spieler. Ich glaube nur Celtic, oder? War auch bei City? Oder ist er von City ausgeliehen? Bin mir gar nicht sicher. Auf jeden Fall sehr, sehr schwierige Angelegenheit, weil wenn wir wieder gegen starken Gegner gematcht werden, müssen wir schauen, aber wir kriegen das auf jeden Fall hin. Also ich bin zuversichtlich, dass das wird und ich stelle einfach mal kurz das Team vor. Wir haben im Tor den Kollegen Gönen von Galatasaray Istanbul, 1,90 Körpergröße und guten Werten, 84 Reflexe, sieht ordentlich aus. Dann haben wir Kabasele in Verteidigung mit geringer Arbeitsrate, 87 Groß, 78 Tempo, 78 Füße, sehr, sehr stark. Denier daneben mit 74 Tempo, 74 Füße, 71 Defending, 1,84 Groß, ein bisschen kleiner, aber an sich ein guter Spieler, den ich auch im Karrieremodus kenne. Richie Delahaye auf der rechten Seite, 86 Tempo, 72 Defending, 74 Füße, 1,86 Groß, sehr, sehr stark, gerade mit der Größe als Rechtsverteidiger quasi perfekt und mit Arbeitsrat nicht ganz ideal, aber läuft auf jeden Fall. Links ein Sakala, 83 Tempo, 67 Defending, zwar nur bei 71 Füße, 71 Dribbling, 1,78 groß, ist in Ordnung. Dann haben wir Gorius auf H6 mit 55 Tempo, was nicht ideal ist, aber sonst die Werte gut im Allround-Bereich. Auf der rechten Seite Sidwell und dann anderen Sechser auch nur 1,78 groß, was mich überrascht hat bei Stoke. Normalerweise sind die ja größer und der sieht auch groß aus mit seinem Kopf und seinem Hals, aber gut. Auch da die Werte sehr, sehr solide, abgesehen vom Pace, aber das ist in Ordnung. Dann haben wir Whittingham, auch der ist sehr langsam, aber im Mittelfeld achten wir eher auf die Allround-Stats und die sind auch bei ihm in Ordnung, abgesehen von Defending und Physis, aber für die Offensive reicht auf jeden Fall gerade noch so. Und dann kommen wir zum Prunkstück und das ist die Offensive mit Zadi im Sturm, 82 Tempo, 82 Physis, 73 Shooting, 72 Dribbling, 4-Star. Skills hat er leider es nicht, aber hoch mit Arbeitsraten mit 1,80 Körpergröße. Redmond hat 4-Star Skills, hoch mit Arbeitsraten, 86 Tempo, 79 Dribbling, sieht in Ordnung aus. Und links haben wir Moyo und der hat auch 4-Star Skills und 4-Star Weakfoot, 84 Tempo, 78 Dribbling, 72 Füße, 70 passend und 69 Shooting. Sieht sehr stark aus und ich denke mal, mit diesem Team könnte es möglich sein. Ich suche den Gegner für diese Episode wieder in der Liga 1. Es wird schwierig sein mit zwei Niederlagen eventuell. Das Ganze hier überhaupt noch zu retten, dass ich nicht wieder absteige. Aber irgendwie kriege ich das locker hin. Bei meinem Glück eher nicht, aber wir werden sehen. Wir haben auch wieder coole Auswechselspieler, Rusnak. Dann haben wir noch Cordoba, Tah, Amatei, Sabitzer, Bech und Ayhan. Also auf jeden Fall noch Potenzial auf der Bank, wenn es nicht laufen sollte. Gegner haben wir schon gefunden, dann bleiben wir aber, würde ich mal sagen, gleich drin. B11 heißt das Team, was ich natürlich sehr gut finde. Wir spielen in Ajax-Trikots. Ich glaube, es hat irgendwer geschrieben, dass die Granada-Trikots scheiße sind. Ich mag die extrem gerne. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Gut, also Gegner. Bundesliga. Mit Benatia, Fährmann, Sokrates, Bernat, Rafinha, Thiago, Kagawa, Aubameyang, Gündogan, Douglas Costa und Coman. Auch wieder sehr, sehr schwierig. Vor allem wieder sehr, sehr schnell. Ja, mal sehen. Wird schon. Da ist das 1-0. Whittingham mit dem direkten Führungstreffer, genauso wie in der letzten Episode auch. Gehen wir früh in Führung, diesmal nach 2 Minuten. Richtiger Strahl da in die lange Ecke vom Tor. Das war gut gemacht, nochmal den Ball zurückgeobert nach der Flanke von Redmond. Und dann ist Fährmann chancenlos. Das ist ein super Start, wenn es jetzt nur so weitergeht. Oh, zum Glück nur gelb, Alter. Ich dachte kurz, weil relativ von hinten in die Beine, dass es rot wäre, aber gelb ist noch in Ordnung. Starke Parade von unserem Keeper und jetzt Kontergelegenheit, aber Moyo hat ein bisschen Zeit gebraucht bei der Ballannahme. Ah, Thiago, Aubameyang, oh, Gönnen ist da. Ja, jetzt schwimmen wir wieder schon ein bisschen, das ist nicht schön. Ich wollte doch viel weiter nach rechts werfen, als ob ich da hinwerfen würde. Oh nee, nicht jetzt mit so einem dummen Abpraller. Sakala, ah, nochmal Abpraller. Der mogelt sich hier die ganze Zeit durch mit irgendwelchen Abprallern und solchen Geschichten. Oh, zum Glück wieder Gönnen oder ich habe schon wieder vergessen, wie er heißt. Oh mein Gott, ey, das ist langsam echt ein bisschen kritisch hier. Aber noch führen wir, von daher noch ist alles gut. Das ist nie im Leben ein Foul, nie im Leben. Mojo hat das klasse gemacht und dann bin ich zu uneigennützig. Aber nochmal Gorius im 16er. Er ist zu langsam gegen, ich weiß gar nicht wen. Wenn etwas, glaube ich. Ah, war dumm. Hätte ich vielleicht selber schießen sollen mit Zadi.
Schöner Ball auf Redmond. Komm, mach das 2-0, Junge. Mach das. Ah, Fährmann ist da. Flanke, Sadi. Nee. Was? Was denn jetzt schon wieder? Was? Freistoß? Hä? Warum? Jetzt aufpassen. Kagawa, da ist eine riesige Lücke. Warum ist da so eine riesige Lücke? Zum Glück noch abgefälscht. Das war jetzt gar nicht verständlich, warum da jetzt gerade nur so eine unfassbar große Lücke geklappt hat. Ich glaube, ich wechsle gleich mal Rusnak ein. Wir brauchen ein bisschen Magic. Das wird Redmonds letzte Aktion werden. Nochmal ein Sprint über den Flügel. Nur ein verunglückter Roulette-Spin. Schade. Wie kann er sich da so durchsetzen? Das ist doch schon wieder... Und warum legst du dich denn schon 2 Minuten vorher hin? Ey, das alleine ist schon lächerlich. Und den hätte er locker halten können. Der war nicht stark geschossen. Wir haben übrigens Bech eingewechselt, Amatei und Rusnak. Komm, lauf, Sadi, lauf. Sweat. Uffe! Bech! Mir ist so egal, dass das Sweat war, denn das war gerade ja nichts anderes da mit Kagawa. Und von daher, ja, machen wir das quasi als Rache. Das war... Oh. Glück im Unglück, dass Bech da dem mit dem rechten Fuß so reinrutscht. Hätte man auch mit links reinschieben können, aber von mir aus auch so. Uffe, ich danke dir. Oh, Rusnak mit schön viel Effekt. Jetzt Amatei auf dem zweiten... Was für das denn? Das war ja lächerlich. Den kannst du besser flanken. Nee, ganz ehrlich. Das ist so lächerlich. Alter Schwede. Du hast den Ball zweimal und lässt dich überlaufen. Deswegen verlierst du fast. Aber ist mir egal. Wir haben gewonnen. Wir haben die Challenge geschafft. Und ich habe gesagt, das gute Gefühl ist da. Jetzt habe ich wieder überskippt. Aber ist mir egal. 2-1 Sieg. Gott sei Dank. Oh, bester Mann auf dem Platz war eigentlich Gönnen. Aber Man of the Match war wohl keiner. Doch, Whittingham mit 8,0. Jetzt sehe ich es auch. Ja gut, alles klar. Ausgewechselt für Amatei, beziehungsweise Rusnak. Ja, im Endeffekt soll es mir egal sein, denn dank Uffe gewinnen wir dieses Spiel mit 2-1. War jetzt nicht unbedingt hoch verdient, aber passt auf jeden Fall. Und gewinnen damit das zweite Spiel in Liga 1 und endlich das erste Mal eine Challenge. Das sind die vier, die ich mir ausgedacht habe. Das war die letzte. Wenn euch noch einer einfällt, schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, beim nächsten Video, bei der nächsten Serie oder wie auch immer. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Haut rein. Und ciao.